Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot im Nuzlocke-Modus. Im letzten Teil war ich nicht ich und sie nicht sie, aber A hat gesagt, dass dann B dazu kam und dann war C ganz schön angepisst. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, dann guckt einfach den letzten Part, wenn ihr wollt. Es war ein Trainingspart, der ein bisschen anders gestaltet war. Aber ich habe schon zu Beginn des LPs immer gesagt, dass ich die Trainingsparts extra als Trainingsparts markiere, dass die Leute, die sich nicht dafür interessieren, sie nicht küssen müssen. Ja genau, küsst bloß nicht meine Trainingsparts. Sie nicht gucken müssen, das wollte ich sagen. Wie dem auch sei, wir sind jetzt zurück in Vertania City. In Vertania City, ja. Und am Anfang des LPs waren wir ja schon hier, haben das Paket für Professor Eich hier im Markt abgegeben, sind dann zurück zu Professor Eich gegangen und haben unseren Pokédex erhalten. Wie dem auch sei, damals haben wir hier die Arena vorgefunden und sie war zu. Der Arenaleiter von Vertania City ist zurück. Und jetzt ist er zurück. Ja, wenn das nicht ein Ding ist, dann fragen wir mal ihn hier. Vielleicht wäre er als er mehr. Hey! Warte, du Champion ins B! Nicht einmal ich kenne die Identität des Arenaleiters von Vertania City. Soweit ich weiß, ist er von allen Arenaleitern der gefährlichste. Die Trainer hier setzen gerne Boden-Pokémon ein. Dankeschön für diese Infos. Und hier ist auch einer. Lass uns kämpfen. Ich will hier gegen alle kämpfen. Allein mein Anblick lässt deine Pokémon schaudern. Ja, du bist so angsteinflößend, mein lieber Domteur Hendrik mit deinem Arbok. Die Trainer setzen gerne Boden-Pokémon ein. Das erste Pokémon, das ich zu sehen bekomme, ist Gift. Passt ja perfekt. Passt ja perfekt. Giftblick. Das paralysiert, oder? Ja. Ah, wie nervig. Aber wie du meinst, hilft dir eh nicht. Dann töte ich dein nächstes Pokémon halt anders. Ein Tauros. Oh, das pure Boden-Pokémon. Von allen gefürchtet, das mächtige Tauros. Das ist ein normales Pokémon. Was soll die Ansage mit Boden-Pokémon, wenn ihr dann keine Boden-Pokémon sind? Das ist doch Beschiss. Beschiss am Kunden und der Kunde bin ich. Ihr Flügelschlag, auch für dich, Tauros. Tauros Gegner setzt Verfolgung ein. Golbat setzt Flügelschlag ein. Ach Gott, ach Gott. Kannst jetzt mal tot sein? Dankeschön. Dankeschön. Spieler besiegt Domteur Hendrik. Sie kringeln sich vor Lachen. Nein. Ja, das tun meine Pokémon in der Tat bei deinem Kampfaufgebot. Paraheiler. Ja, bitte. Für mein Taubers ganz genau. Dankeschön. So, dann gehen wir mal hier lang hoch. Oh, da ist noch ein Trainer. Karate ist die Königsdisziplin des Kampfsports. Na, ob der Boden-Pokémon hat. Wieder jetzt garantiert Kampf-Pokémon haben. Von Schwarzgurt Yu mit einem Mashok. Boden-Pokémon für den Arsch. Er hat ja gar keiner Boden-Pokémon. Keiner von denen hat Boden-Pokémon. Nicht einer. Mashok wurde auf alle Fälle besiegt hier. Zack. Ah. Oh. Navik gewinnt 1032 Pokédollar und ich will gegen den Trainer da kämpfen. Hi, Na, wie geht's? Die Arenaleiter von Vertania City war lange Zeit geschlossen, doch nun ist der Meister zurück. Ganz mysteriös hier. Die Flächen am Boden geben übrigens schon einen Hinweis darauf, wer der Arenaleiter ist, wenn ihr euch mal zurückerinnert, wo uns diese Flächen begegnet sind. Aber ich denke, ihr wisst ja eh schon alle, wer der Arenaleiter hier ist, oder etwa nicht. Es wäre fast enttäuschend, wenn ihr das nicht wüsstet. Aber auch nur fast. Oh, der hat Supertrank. Da habe ich ja richtig Schiss. Ich bin schon wieder maßlos überlevelt hier durch das Training. Aber in der Pokémon-Liga wird es auch wesentlich härter als hier. Von daher glaube ich schon noch, dass das Training soweit berechtigt war. Oh nein, ein Rihorn. Gegen Gestein-Pokémon habe ich im Übrigen absolut nichts wirklich sehr Effektives vom Typ her in meiner Auswahl. Warum ich Glurak nehme, seht ihr hier, Metallklaue. Das ist eine schöne Stahlattacke. Die hilft da dann doch ein bisschen.
Oh, das bisschen könnte nicht genug sein. Oh. Okay. Ich renne da auf ein Problem zu gegen Gesteins-Pokémon, habe ich den Eindruck. Angriff von Glurak steigt. Sandama. Ah, ich will eigentlich nicht wechseln. Muss noch nicht. Flammenwurf. Sandama-Gegner wurde besiegt. Nidorino, das kann ich einfach wegbrennen. Das kann ich sehen, ruhig wegbrennen. Da 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 dum di dum di dum di dum di da. Da 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 dum. Und noch ein Nidokinger, das wird auch noch weggebrannt. Dum di da dam. Aber man sieht schon, die Gegner hier haben voll entwickelte Pokémon dabei. Ein Nidoking, so ein Pokémon wie das, haben wir ziemlich lange in diesem Let's Play nicht von Trainern zu sehen bekommen. Es wird ernst. Ich wurde besiegt? Die erste 1404 Pokédollar. Supertrank. Für Glurak. Oh, Mautzi hat ein Item gefunden. Jawoll, Mautzi, gut gemacht. Bist endlich nützlich. Bist endlich nochmal nützlich. Und was ist es, Mautzi? Eine Sühnelbeere. Ich nehme alles zurück über nützlich und Mautzi. Offensichtlich gelogen. Was macht sie sich nicht schämt, mir so einen Mist zu servieren? Hehe, so langsam geht dir die Luft aus. Nicht wirklich. Aber okay, lieber Astrainer Hideo. Zeig, was du kannst, nach diesen großen Worten. Denn mein Taubos kann Flügelschlag. Aha, aha. Aha, aha. Und jetzt erhält es ganz viele Erfahrungspunkte. Und dann kommt ein Georock. Warum genau habe ich das Pokémon gerade nicht gewechselt? Kann mir das wer erklären? Ich verstehe es nicht. Wow. Dann wechseln wir mal zu Glurak. Oh, ein Igler. Kann ich Metallklaue eigentlich direkt vergessen? Mein sturen Flammenwurf. Ganz stur gibt's da den Flammenwurf. Da, das hast du davon. Volltreffer. Flammenwurf habe ich gemacht, weil ein Igler die Verteidigung stärkt, aber Flammenwurf eine Spezialattacke ist und deswegen die Spezialverteidigung, die nicht erhöht wurde, betrifft. Oh, da ist ein Onix. Da kann ich ja mal Metallklaue gegen Onix testen und sehen, wie effektiv das ist. Los, zack's mir. Ha. Nicht gut. Ein Sandsturm kommt auf. Oh Gott, diese Attacken, die in jeder Runde Schaden machen. Los, Glurak. Oh, der hat einen Hypertrank. Nee, du, ist doch nicht wahr. Dann dauert es halt eine Runde länger. Macht ja auch nichts. Ja, ich weiß, dass der Sandsturm tobt. Was will er machen? Und nochmal Metallklaue hier. Das ist sehr effektiv. Onix-Gegner wurde besiegt. Und noch ein Georock. Ich glaube, bald gegen die Gesteins-Pokémon bin ich echt besser dran, wenn ich einfach direkt Flammenwurf einsetze. Ah. Ich glaube, die haben nämlich allgemein eine niedrigere Spezialverteidigung und dadurch, dass Glurak einen höheren Spezialangriff hat und so weiter und so fort, ist das sinnvoll. Das ist meine Meinung dazu. Der Sandsturm tobt.
Flammenwurf. Knogger wurde besiegt. Ihm gehen die Pokémon aus. Ganz viele Ausrufezeichen. Kiai! Mit diesem Kampfschrei mobilisiere ich meine Kräfte. Oh ja! Eine Herausforderung von Schwarzgurt. Der Gott sei Dank Kampf-Pokémon hat. Die mein Taubos im Schlaf weghaut. Im Schlaf macht mein Tauberstart, ich sage euch. Und noch ein Mashok. Oh yeah. Gib mir deine Mashoks. Ich kann die Erfahrungspunkte gut gebrauchen. Mashok wurde besiegt. Sehr schön. Meister, verzeih mir. Und noch einer. Ich bilde mit meinen Pokémon eine Einheit wie Ying und Yang. Schreibt man Ying nicht auch mit G? Lieber Dompteur Jörg, mit deinem Rihuan. Dass ich einfach rösten werde. Oh. Ich hab Taubos als erstes Pokémon. Oh. Das ist nicht sehr effektiv. Was macht man da? Oh, wechsel mal einfach zu Glurak. Hier, komm. Komm, machen wir. Das machen wir. Oh nein, es setzt wieder Grimassa ein. Frage mich, wie oft der meine Geschwindigkeit senken müsste, damit ich tatsächlich langsamer bin als er. Ja, Flammenwurf scheint da sehr viel zu nützen. Das ist nicht sehr effektiv. Mir doch egal, es ist tot. Spieler besiegt Dompteur Jörg. Deine Pokémon harmonieren gut mit dir. Dankeschön. So, gehen wir jetzt mal hier lang. Der Stil zeichnet einen großen Kämpfer aus. Ja. Eine Herausforderung von Arztrainer Markus, der einen Knogger hat. Uha. Na, dem haben wir doch einen Flügelschlag um die Ohren. Au, jetzt setzt eine Kopfnuss ein. Gibt's halt noch einen Flügelschlag. Ah, noch ein Rihorn, da will ich wieder auf Glurak wechseln. Da 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 da. Und da kommt noch ein Rihorn. Und als nächstes noch ein Knogger. Da kann mein Taubos wieder ran. Da kommt mein Taubos wieder ran. Oh nein, er setzt den schrecklichen Silberblick ein. Na, das wird mich ja wohl jetzt nicht umbringen. Und noch ein Nidorina, da kann ich auch bei Taubos bleiben. Ah, kann ich locker bei Taubos bleiben. Oh, Giftdorn, wie ich es hasse. Ich hasse Giftdorn. Ich hasse es einfach. Ich hasse Hypertrank. Ich hasse ihn einfach. Ah, naja. Dann werden wir noch ein bisschen weiter vergiftet. Und da ist der Flügelschlag. Ich werde Taubos jetzt auch austauschen. Nidoqueen. Gucken wir mal, was Golbat dagegen machen kann. Los, Golbat, Flügelschlag!
Oh, Body Slam, das könnte mich, glaube ich, paralysieren, wenn er Glück hat. Tut es aber nicht. Tut das nicht. Ganz viel Geld für mich. Wir besiegen Astrainer Markus. Er hat den Halt verloren. Oh. Gegengift, Gegengift. Und Tränke. Oh wow, meine Supertränke sind leer. Das ist ja super. Dann hier noch ein Hypertrank. Top-Genesung und Top-Trank. Hab ich noch? Okay. Nur dann. Ich bin der Karate-König. Ich besiegle dein Schicksal. Ja, bestimmt. Bin ich auch fest von überzeugt. Obwohl, lass es mich nochmal genau nehmen. Ich glaub nicht dran. Maschok-Gegner wurde besiegt. Jawoll, Taubers Level 61. Und noch ein Macholo. Komm, lass ein letztes eine Masche mal sein. Das wäre witzig. Das wäre witzig. Ha. Und es ist ein Maschok. Wie enttäuschend. Naja. Was soll's. Das ist sehr effektiv. Maschok-Gegner wurde besiegt. Spieler besiegt Schwarzgurt Eugen. Ah! Oh. Oh. So, dann können wir jetzt hier die Arena fertig machen. Ich muss in den oberen. Okay. Dann einfach das hier nehmen. Und wen haben wir hier? Den Arena-Leiter. Ich tue einfach direkt Glurak nach vorne und heile ihn auch vorbeugend noch mit. Top-Trank. Yep, pure Verschwendung hier. Live und in Farbe. Navik verschwendet seine guten Items. Haha, willkommen in meinem Geheimversteck. Hier wollte ich das Team Rocket wieder auferstehen lassen, aber du hast mich schon wieder aufgespielt. Also gut, dieses Mal kenne ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte Trainer aller Zeiten, fordere Revanche. Dam, da-da-dam, Giovanni, schon wieder, da-dam. Und das Rihorn auf Level 45. Setz mir doch einfach Flammenwurf dagegen ein. Wieso auch nicht? Tötet es ja. Noch einen Rihorn. Ah, wenn ich bedenke, wie effektiv dein letztes war, kann ich bei Glurak bleiben. Oha, Level 50. Ist ja dann doch schon mal eine Hausnummer, ne? Aber auch das brenne ich weg. Gott, wie stark ist mein Glurak inzwischen? Ich glaube, das war schon Giovannis stärkstes Pokémon. Oh, Diktri vom Typ Boden. Mein Glurak fliegt. Da lache ich ja drüber. In Form eines weiteren Flammenwurfes. Da, dum, 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 dum. Diktri-Gegner wurde besiegt. Glurak erreicht Level 65. Und noch ein Nidoqueen. Ja, jetzt kommen nur noch Nidoqueen und Nidoking und dann war's das. War wohl ein recht einfacher Kampf. Und noch Nidoking. Da wurde auch Nidoking besiegt. Und wir besiegen Giovanni. Ha! Der Kampf war hart, aber fair. Du hast gewonnen. Nimm bitte den Erdorden zum Zeichen meiner Anerkennung.
Navi gewinnt noch 5000 Pokédollar. Als Träger des Erdordens werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. Er stellt den Beweis deines Könnens als Pokémon-Trainer dar. Außerdem gewährt er dir den Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm dieses Geschenk mit in dein Liga-Abenteuer. Navi gehüllt TM26. TM26 ist Erdbeben, eine sehr starke Attacke, die ein starkes Beben verursacht. Ich habe sie vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arena-Leiter war. Ich habe nur einmal Erdbeben. Und nur Glurak kann es erlernen. Dann machen wir Glurak doch erfolgreich zum Allrounder und werden seine... Lass mich mal gerade überlegen, wofür ich Metallklaue überhaupt brauche. Wenn ich die Zahlen sehe, brauche ich es gar nicht. Ne, Metallklaue brauche ich damit nicht mehr. Damit ist Glurak jetzt für die Pokémon-Liga quasi fast ein Allrounder. Damit wäre Giovanni abgehakt. Wir haben alle Arena-Leiter damit besiegt. Können wir uns mal kurz auf die Schulter klopfen? Tief durchatmen, ins Pokémon-Center gehen und dann uns innerlich darauf vorbereiten, uns zur Pokémon-Liga aufzumachen. Der Weg dahin liegt links von Vertania City, also direkt hier nebenan. Und wir werden sehen, was da passiert, und zwar im nächsten Teil. Bis dahin, euer Navi. Ciao.